Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission hier in Kingston. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ja, ich würde mal ganz spontan sagen, Hauptmission natürlich. Wir haben eine kleine... Wir haben eine kleine Auseinandersetzung mit dem James Kidd gehabt. Und haben den Weisen, unseren Kumpan, belauscht. Und oh, guck mal, eine Katze. Wie cool. Eine schwarze Katze sogar. Ja, ich habe selber gerade meine schwarze Katze hier vor mir sitzen. Nein, und haben den Belausch verfolgt und ja, wir sind immer ein bisschen aufgeflogen, würde ich mal so behaupten. Und wir nehmen eine weitere Kiste entgegen. Wir haben jetzt ein weiteres Update verfügbar in der Kajüte des Kapitäns. 6 von 18 Kisten haben wir mittlerweile hier in Kingston. Was würde ich sagen, machen wir heute? Klar, spontan. Hauptmission. Würde ich sagen, oder? Wir haben eine Hauptmission, die da heißt. Unbemannt. Weil, ja, was habe ich vor? Genau, ich würde eigentlich gerne das uns noch verschlossene Anwesen betreten. Was wir aber nicht können, ne? Noch nicht können. Weil da wäre dieses verschlossene Anwesen. Wir kommen aber nicht auf das Gelände drauf. Zumindest ist das momentan so ein bisschen meine Vermutung. Oder kommen wir da mittlerweile auf das Gelände drauf? Blöde Frage. Nächste Frage. Was ist das überhaupt? Hier vorne ist das, ne? Nee, Quatsch. Das muss ja links vorne sein. Klar. Warte mal kurz. Wird ja schon. Gut. Nee, das ist ja das Sperrgebiet, warte mal. Das Ding ist ja quasi dann so ein bisschen weiter hinten. Oder komme ich da mittlerweile ran? Wäre natürlich jetzt genial. Ich glaube, so wie das aussieht, eher nicht. Nee. Okay. Gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich... Ich mach mal weg. Scheiße. Das war natürlich jetzt total toll, dass ich jetzt nicht, dass ich mich mehr oder weniger jetzt gerade so ein bisschen hier offen gehalten habe. Der sucht noch ein bisschen nach uns, aber scheint uns gerade nicht auf dem Schirm zu haben. Zumindest... Schmittling. Muss jetzt einen kleinen Moment warten, bis wir da außer. Ne, jetzt sind wir nicht mehr da. Gut, okay. Mal, gehen wir mal rüber zur Hauptmission. Weil wir momentan. Genau, das würde ich eigentlich tatsächlich so ein bisschen. Müssen wir da hoch? Ja, scheinen da hoch zu müssen, ne? Kommen wir da rein so? Ne. Da müssen wir wohl klettern. Ja, genau. Warum mache ich jetzt erstmal auch Mission? Das hat erstmal den folgenden Grund. Ich möchte das Anwesen. In das Anwesen. Und ja. Und ich hatte irgendwo, also in dem Forum, wo ich das mal nachgeguckt habe, gelesen,
dass ich erst am Ende der Sequenz 5, wo wir jetzt gerade dran sind, dann erst in dieses Anwesen kann und den letzten Punkt holen geht. Vorher ist es tatsächlich nicht möglich. Der eine hat geschrieben, ja, es ist vielleicht doch möglich. Ich will es jetzt nicht riskieren. Wir machen erstmal so weit, bis wir da rein können und dann holen wir uns den letzten Punkt und dann machen wir auch weiter mit der Eroberung hier. Machen wir aber erstmal ein bisschen hin. Komm. Unbemannt. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelager haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Schon klar. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Hat er sich gerade geschnitten? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Okay, das war irgendwie von vornherein klar, wo wir ihn oder sie jetzt in dem Fall das erste Mal getroffen haben. Tatsächlich gibt sie jetzt ihre wahre Identität preis. Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Verdammt, Mann. Wie kommt's, dass du eine Frau bist? Gott, Edward! Muss ich dir das erst noch erklären? Hey, also, ich habe einen Auftrag. Du kannst dich später lustig machen. Glaube es oder so. Hast du nicht gehört, was geschehen ist? Er wurde auf dem Weg hierher von Banditen angegriffen. Bukania vermutlich. Ein dreckiges Geschenk. Mein Gott, ist er wohl auch? Ist der Kopf, habe ich gehört. Prinz ist auch nicht sehr. So, gucken wir mal. Wir sollen Glockenhimmel sabotieren. Und zwar 3 Stück insgesamt. Den ersten sehe ich, den zweiten sehe ich und den dritten sehe ich. Zumindest den ersten sehe ich direkt mehr oder weniger vor mir. So, plündern wir mal, damit wir vielleicht die Pfeile zurückkriegen können. Wir arbeiten jetzt mehr oder weniger viel mit diesen Berserker-Pfeilen, würde ich sagen. Was natürlich jetzt wahrscheinlich am sinnvollsten ist. Ich jetzt erstmal hatte, aber haben, da ist mich doch ein Feind, den ich jetzt ursprünglich gar nicht hatte. Warte mal, große Frage, nächste Frage, ist da vorne was auf dem Turm? Nee, scheinbar nicht. Na ja, gut, das sind noch viel zu viele jetzt drumrum, um jetzt irgendwas machen zu können. Ich müsste natürlich jetzt weiterkommen. Wie,